Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Overwatch zusammen mit Sassen Lu. Hallo. Und Nefiatz. Hallo. Der Nefiatz, Leute. Nefiatz? Nefiatz. Nein! Okay, sein Zweitkanal heißt Nefiatz. Immer den Punkt folgen, der angezeigt wird, einfach. Und dann. Ach, das ist jetzt auch ein anderer Spielmodus? Ja, genau. Immer nach Norden. Ja. Beide Teams greifen jetzt halt auf der Map an. Ah, so. Und jetzt müssen wir um den Punkt kämpfen, sozusagen. Ah, ich verstehe. Cool. Ja, ist wirklich ziemlich cool. Aber auch stressig, ey. Ja, ey. Wow, ist ja von allen Seiten hier. Ja, du kriegst halt mega Angriff. So, wir nehmen gerade ein und wenn wir eingenommen haben, haben wir einen Vorteil auf jeden Fall. Jetzt. Aber jetzt. Da hat er geruhlt, der Nefi. Jetzt kriegen wir da oben Punkte halt. Ja, bis 100 müssen wir kommen und dann haben wir gewonnen. Danach noch eine Runde an einem anderen Ort. Und wenn die Gegner den Punkt dann holen, oder halt wir, je nachdem, kann es auch in die dritte Runde noch gehen. Oh, okay. Die dritte Map finde ich meistens immer geiler. Ja, aber die zweite ist mal so ein kleiner Punkt. Hm. Schaut mit den Augen. Ja, da habe ich mir noch einen Kill gesnackt. Scheiße! Oh Gott. Falsche Richtung. Oh, da ist Wilson. Oh, ja. Winston? Winston. Wilson, da. Wilson! Ah! Wilson! Oh nein, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Nicht! Ach, fuck. Jetzt hat er aber viel erwischt, ey. Oh, da hat viel erwischt. Ja, aber ich glaube, alle sind down von uns. Wir haben Ja. Aber wir haben 53%, das ist noch okay. Alles okay. Glaubt nicht, ihr könnt mich von. Die Maps sind so stressig. Ja, ich merke das schon. Ich weiß auch nicht, ob. Oha, ob Mercy hier gut ist. Im Endeffekt ist jeder halt gut. Ich glaube, auf der Map ist es wichtig, mit welchen du am besten spielen kannst. Ja, ist so. Deswegen habe ich jetzt McQueen gewählt, ist ja wohl absoluter Paradeheld. Ich treffe auf jeden Fall immer jeder Schuss ein Treffer. Ich bin drauf. Hi. Ja. Niemand kann sich verstecken. Oh, oh Scheiße, Affe, wilder Affe. Der Affe. Oh, ich bin gefangen. Oh nein. Aua! Etwas Käse. Ich will keinen Käse zum Wein. Oh. Ich hab einen Kill mit McQueen gemacht. Streicht er sich im Kalender an. Ich muss meinen Namen. McQueen fand ich aber auch irgendwie immer ein bisschen weird zu spielen. McQueen ist so. Das ist so ein Charakter, da brauchst du Skill, das ist voll kacke. Zählt als Angreifer. Aber ist irgendwie super der Scharfschütze. Okay, den Namen. Ist das alles, was du kannst? Den hab ich vorgearbeitet, Nefi. Ja, schön. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke. Kack Ninja, Alter. Das Einzige, was hier richtig assig ist, ist ja immer dieses. Oh, nicht schon wieder. Ach, hinter mir. Er stellt sich direkt hinter mir und verbraucht für eine Person die McQueen-Ulti. Was ist denn das? Mir ist immer so richtig, denkt man sich so, really? Just for me? Nur für mich, da muss ich dem ja ordentlich auf den Sack gegangen sein, ey. Oder freut sich einfach über einen Kill. Ja. Nein, wow, was ist das denn? Scheißaffe. Oh. Nicht so gut. Aua, aua, oh, komm, der Affe! Hier, Alter, der hat mich von der Map geschubst! Ja, schwierig heute. Ich hab nicht mal eine Killcam. Ich kann auf der Map, ich konnte auf der Map rumfliegen. Das war eine wirsche Killcam. Oh nein, die gewinnen! Ja, den haben die. Ah, oh nein, 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 haltet den. Oder ist einer drauf von uns? Nein. Nein. Ja, jetzt kommt die zweite Runde und jetzt fliegen wir an einem anderen Punkt und da geht's nochmal rund. Oh ja, okay, fancy. Ah, das ist.
Ah, nein, das ist die Doofe mit dem kleinen Punkt-Goro. Zeit für ein bisschen Action. Sie sieht aus wie im Phantasialand. Phantasialand. Ja, schon so ein bisschen. Das eine Restaurant sieht genauso aus wie dieser Turm da. Da war ich auch schon lange nicht mehr im Phantasialand. Das ist voll cool da. Das war noch nie im Phantasialand. Was? Ja gut, das ist auch so ein Nordrhein-Westfalen-Ding. Du warst da für ein Defteling oder so bestimmt. Defteling. Oder hier also Heidepark Soltau oder so. Heidepark Soltau, Junge! Ach bitte, komm. Geht's was auf die Ohren. Es ist aber auch echt schwierig, so einen Punkt zu halten. Es ist absolute Mobbelkotze. Absolut. Oh, es piept. Ja, das ist gut, wenn es piepst, dann tappen wir. Achso, das ist gut, okay. Oh, jetzt kommen sie alle gleichzeitig. Sie sammeln sich immer und kommen dann gleichzeitig. Oh Gott. Oh Gott, die Strategie. Nicht von. Oh. Niemals der zweite. Nein! Schon wieder in die Junkrat-Dinger reingelaufen. Oh, danke schön, ey. Oh. Der Affe! Oh mein Gott. Jawohl! Oh Gott. Oh mein Gott. Wie haben wir das überlebt? Von hinten kommt ein. Ich weiß nicht. Kommt ein Ninja. Schaut die Augen des Drachen. Ich spiele nicht mehr nach den Regeln. Ryoyo, Wagateki Okurai! Wow, der Affe! Oh, er ist tot. Der Bastion steht hier auch gut, ey. Bastion und Torbjörn sind total scheiße, wenn du angreifen musst, aber wenn du den Punkt verteidigst, super. Oh wow. Was hat mich denn da jetzt getötet? Soldier. Nein! Meine Killstreak wurde beendet. Und dann noch von so einem random Junkrat-Kill, der einfach Granaten über die Mauer schießt und nichts sieht. Ach der! Alter, was ist das denn für ein Spasti? Dass die jetzt nicht übernehmen, ey. Dreh auf, es geht, ey! Oh. Ja, na, gewonnen! Was hast du denn, ey? Ah, okay. Jetzt kommt die dritte, genau. Aber das machen wir in einer Folge, also danach noch eine wäre zu lang. Versuch da draußen nicht in die Schusslinie zu laufen. Zwei Soldier, das geht natürlich nicht. Oha, das sieht voll nice aus hier vorne. Das Cockpit. Ja, ist schon ja, okay. Cool, ne? Ich hab das Gefühl, dass man sich irgendwie rausbacken kann, irgendwie, ich weiß nicht. Der Winston-Skin ist auch nice. Bestimmt, das ist ein Blizzard-Game, irgendwie muss man so rausbacken. Da kommt man auch raus. Oh, bestimmt. Lucio boostet uns. Oh, jetzt nicht mehr. Die Tactics. Eigentlich gibt's gar keinen Grund, warum man das ausmachen sollte. Boah, alle gleichzeitig in der Mitte, ey. Alter, und Soldier von hinten. Ja, da steht auch noch ein Dingsboost. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht sonderlich hilfreich, wenn ich nicht langsam mal die Namen mir merke. Ich bin Dingsbums. Da steht auch noch ein Dingsbums. Erreicht, wenn wir wissen, da steht ein Gegner, ist das ja schon genug. Los, Bewegung! Schaut mit den Augen. Soldiers down. Das wird uns beschützen. Das wird uns beschützen. Ich bin aber mal gespannt, wie die das machen wollen, wenn die neue Helden reinpatchen. Wie meinst du? Also naja, was jetzt so, ne? Die können. Also Heroes musst du dir nicht kaufen können. Oh, weil fuck. Blizzard offiziell ja gesagt hat, dass das Spiel nur gebalanced ist, wenn jeder alle Heroes hat. Ach so. Ja, aber sie haben doch, meine ich, ein Statement gemacht, wo sie gesagt haben, neue Maps und neue Heroes sind umsonst. Ach so, haben die das gesagt?
Ich meine schon, ja. Müsste ich nochmal. Ja, weil sonst wird der Statement ja auch schon wieder flach liegen, wo sie gedacht haben, dass alle Helden haben müssen. Wäre dann auch schon wieder Banane. Ich finde, das Skin-Prinzip ist halt gut, weil es ist halt nichts Spielentscheidendes, so ein Skin. Also ob dein Hero jetzt weiß oder gelb ist ja völlig nass. Eben. Stirb. Wessen war das, unser Reaper? Nee, feindlich auch nicht. Nee. Hörst du, dann sagt er nicht stirb. Immer noch unser Punkt, ne? Mhm. League wollen die das ja jetzt auch mit diesen Boxen machen, irgendwie. Man so Fragmente sammelt oder so und dann kann man auch Skins kriegen. Aha. Mhm. Aber ich meine, wenn ich mich nicht irre, dass man die Keys dafür kaufen muss, aber ich bin mir nicht sicher. Also, genau, man kriegt Keys, aber man kann sie halt auch kaufen, wenn man sie öffnen möchte. Also wie bei Counter-Strike sozusagen. Ja, so ein bisschen. Haben wir gewonnen. Ja. Nice. Nicer. Oh, cool. Juhu. Der Winston-Skin. Oh, ich will jetzt auch nicht skinnen. War nicht ich. Nee. Man freut sich immer, dass der Champion ist, den man gespielt hat, aber dann... Ja, aber ich wusste, dass meiner nicht richtig sein kann. Da hab ich mich hinter der Ecke versteckt, als ich das gehört habe, und alle stehen noch in der Mitte und warten. Ja, da hat er trotzdem 3 Kills abgestaubt, ey. Oh, ah, 14 Zielfortschritt-Kills hier. Und 25 Eliminierungen, alter Falter. Ist episch, Leute. Aber ich bin episch. Mit Han so alt auch geil, muss man halt mal sagen. Nein. Okay, ja, Niki ist jetzt erstmal beschäftigt mit sich selbst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.